Ob du willst und nicht. Ich will gucken, ob diese eine Tür jetzt was macht. Wir haben eben, als wir die Stadt befreit haben, haben wir eine Tür gefunden, wo ich nicht wusste, ob die irgendwas macht oder ob die einfach nur Deko ist. Ich will jetzt wissen, ob die was macht. Überraschung. Wenn ich eben herausgefunden habe... Alter, ist das groß hier. Guck mal, da ist ein Boot. Guck mal, warum kann ich hier rein? Das war so klar. Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Naja, kann man auf den Sack gehen. Aber es war so offensichtlich, dass hier was versteckt ist. Aber es gibt bestimmt auch so welche, die so wirklich so komplett offensichtlich sind. Und welche, die halt so... Hier bin ich eben auch eben lang, ne? Aber das war zu. Das wird zu 95% Nebenquest sein. Was bist du? Ein Obst- und Gemüseladen. Ja, das ist okay. So, was haben wir hier? Ach, guck mal, wieder ein Statue von mir. Keep off grass. Oh, Entschuldigung. Ja, ich bin sofort wieder vom Gras runter. Aber wir können jetzt auch da lang. Nett. So, ich wollte aber hier gucken. Die Tür ist immer noch laut. Du bist mir immer noch suspicious. Wohin führt mich das Schicksal als nächstes? In... Oh, guck mal, da oben ist auch safe was. Komm, klettern wir mal hier hoch. Oder war das wegen dem Fight, war das hier? Ne, das war wegen dem Fight hier, ne? Ja, das war, weil wir hier gekämpft haben in dem Areal. Genau, das ist wahrscheinlich die Verbindung zu dem Ding, wo ich eben auch nicht reinkam. Bist du was Tolles? Nein. So, hier vorne müsste ich eigentlich schon geguckt haben. Wenn jetzt nichts Neues dazu kam, wo ich jetzt hoch kann, dann ist hier nichts. Aber hier sind wenigstens mal Leute. Ich wünsche natürlich, ich könnte mit denen sprechen. Das wäre natürlich noch cooler. Aber das glaube ich leider nicht, dass ich das kann. Aber es ist mal was los. Es ist mal aktiv was in der Stadt am Geschehen. Entschuldigung. Ich gehe ja schon wieder. Gut, wir gehen zu Schmiede. Ich gehe mal dann da unten durchs Tor. Ich wollte gerade sagen, kann ich in den Brunnen springen? Weißt du, manchmal muss man einfach nur seinen Instinkten vertrauen. Oder seinem inneren Kind, eins von beiden. Funktioniert immer ganz gut. So, kann ich hier? Ah, okay, schade. Wäre auch jetzt zu frech gewesen, zwei hintereinander. Leuchtest du oder bist du einfach nur... Du siehst einfach nur hell aus, okay. Aber die Rohre, ich will auf den Rohren rumklettern. Ui, was bist du denn? Ich will's haben. Was bist du? Sieht aus wie Teufelsfrüchte aus One Piece. Ich will's haben. Guck mal, das kann ich doch... Oh, warum kann ich das nehmen? Hm. Gut, du bist auch leer. Entschuldigung. Du bist ein sehr gutes Tuch. Hier kann ich auf jeden Fall rüberspringen. Ja, guck mal, das ist extra dafür gemacht, dass man hier rumspringen kann. Cool. Fühle ich. In der Nähe flattert eine Gedichtseite im Wind. Ah ja, guck mal. So geht's natürlich auch. Man kann natürlich auch Gedichtseiten finden. Sagst deinen Köchen Schankwirt. Was denn? Das Beste. Gieß ein von dem Feinsten, das da kommt aus dem Hahn. Schwingt eure strammen Laken nice. Für den Rest des Gedichts einfach in die Taverne von Prachthof. Ja. Mach ich. Ich gucke mich aber erstmal um. Ich bin gerade am Erkunden, Madame. Ich arbeite dran. Irgendwann komme ich auch in die Taverne. Betonung liegt auf irgendwann. Das ist mal ein Glückswürfel. Weil sonst habe ich... Vorher habe ich... Oh, mehr Schaden. Aber... Oh, auch Erzmagier. Ja, dann ganz klassisch. Da gehen wir jetzt stumpf nach Stats. Gut. So, dann gehen wir hier runter. Was macht ihr? Die sehen aus, als hätten die so diese klassische Borderlands-Nebenquest. So nach dem Motto, einer hat was geklaut. Und du musst Leute fragen, wer was geklaut hat. Kann ich den Anker runterlassen? Ich glaube nicht. Und dann geben die sich gegenseitig das Maul und du musst halt herausfinden, wer jetzt doch der Schuldige ist oder wer nicht. So, dann gucken wir mal unten lang. Die Boote sind wahrscheinlich für mich zum Rüberspringen. Das ist cool gemacht mit den Booten. Also im Wasser sterbe ich. Aber auf den Booten dürfte ich dann eigentlich nicht sterben. Boah, Alter, wie groß das ist. Oh, lecker. Was bist du? Du bist einfach nur ein Netz.
Ich höre was. Ah, du bist... Ah, guck mal, die Respawn Station. Okay. Das hier ist der Hafen. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich den Hafen gefunden. Alter, ist das so groß. Ich bin gerade voll geflasht davon. Alter, ist das geil. Und überall ist was. Es machen mal Leute was. Das ist das, was ich so an den Borderlands-Teilen immer so bemängelt habe, leider. Dass die Leute nichts machen, sondern einfach halt, oder entweder gar nicht da sind, also dass es gar keine Leute gibt. Oder halt, dass halt nichts passiert. Hallo? Ich hab dich doch deutlich getroffen. Was sie denn ist? Hoppala, Entschuldigung, den Spell wollte ich nicht aktivieren. Sehe ich hier noch was? So. Da ist was auf den Dächern, okay. Gut zu wissen. Bist du ein Würfel? Nein. Kann ich da hinten hinterstehen? Leute, ich kann da auch noch hin. Dahinter ist auch safe irgendwas. Da oben ist auch irgendwas zum Einsammeln. Oh, ist ja voll interessant. Aber ich wollte jetzt erstmal das Lied finden. Okay, eine Ausrüstung, die ich noch nicht habe. Liebe ich natürlich. Oh, gute MP. Hm. Okay. Haben wir hier unten noch was? Oh, wir können hier nach unten. Okay, hier komme ich. Ich hab sie nicht mehr alle. Meine Erinnerungsschusser, mein ich. Hilfst du mir, sie zu finden? Ich war auch mal eine Heldin. Glaub ich. Ich muss unter den Hafen kommen. Okay, das ist... Ah, mein Knie. Fuck. Entschuldigung. Oh, ich hab mir beim Spielen... kann ich hier rein? Das Knie kaputt. Also beim Handballspielen, nicht hier beim Zocken. Das wäre... Also beim Zocken wäre echt traurig. Okay, ich muss irgendwie da drunter kommen. Okay, kriege ich vielleicht hier einen Tunnel hin? Hm. Okay, aber gut zu wissen, dass es noch weitere Collectible gibt. Das freut mich ja schon. So, das ist ein Portal. Da ist ein... Oh, ich sehe eine Nebenquest. Ein Schusser in deiner Nähe? Brich ihn auf. Ich will mich erinnern. Ein Schusser? Kann ich dagegen schießen oder was? Ich weiß leider nicht, was sie mit Schusser meint. Oh, der Typ guckt sich gerade an. Ach, guck mal, hier ist auch noch. Sehr geehrter Ektobert Swosowski, ich teile Ihnen hiermit abermals mit, dass wir kein Interesse an Ihrem lächerlichen Entwurf eines Schiffs haben, das in der Luft und nicht im Wasser segelt. Frühere Versuche haben sich als zu schnell entflammbar erwiesen. Wir bleiben bei Seefahrzeugen. Das Meer wird es immer geben. Abgesehen davon kann ich es mir nicht erlauben, Sie zu bevorzugen. Nicht nach unserem tollen Wochenende auf der Schonermesse. PS, ruf mich an. Okay. Oh lol, hier sind mehrere von den Dingern. Da oben ist eins. Hilfreich! Okay, warte mal. Wo ist das Teil? Das ist da oben drauf. Das heißt, auf das Haus muss ich klettern können. Aber wie ist die Frage? Das... Ah, ne, genau so. Perfekt. Gut zu wissen. So, was bist du? Eldon möchte ein Held werden, Alban. Leuten zu helfen, die einen mit Heugabeln verfolgen, weil man aus Versehen und ohne Absicht was kaputt gemacht hat, ergibt keinen Sinn für mich. Aber er ist so begeistert davon, dass ich nichts sage. Er ist süß, wenn er aufgeregt ist. Okay. Ich habe weder einen Plan, wer Eldon ist, noch irgendwas anderes. Ich glaube, ich renne jetzt schon viel zu lange rum. Scheiß drauf. Macht krass Spaß. So, dann gehen wir mal nach hier links hinten. Und dann sollten wir auch irgendwann... kommen wir dann wieder zur Taverne. Ah, trifft leider mehr besser für einen Grabspross als für mich.
Hoppala, Entschuldigung, da ist meine Maus gerade. Lecker Fisch. Da ist was drin. Ich hab's gesagt. Ich wusste es. Das heißt, wir gehen hier hoch, dann da hoch und dann müssten wir hier oben reinkommen. Was ist denn da drüben? Das ist eine Gedichtseite, Baby. Was? Ah ja, guck mal, das habe ich auch gesagt, dass da was ist. Never fucking mind. Ja, ich... Einfach durchgespielt, dieses Spiel. Gib Münzen den Arm. Kommen. Den Göttern schenkt Zeit. Aber wie komme ich da rein? Auf Hilfe warten. Wo das Gedicht herkam, gibt es noch mehr davon. Redet einfach mit dem Poeten in der Taverne von Prachthof. Ja. Das mache ich. Allerdings... Hey, das wollte ich nicht. Jetzt hänge ich hier fest. Och, nee, doch nicht, zum Glück. Wollte ich da reinspringen. Und zwar wollte ich hier so eine Stampfattacke. Okay, ist leider ein stabilerer Teppich, als ich dachte. So, das heißt, wie kommen wir da rein? So, sehe ich hier irgendwas, wie ich da reinkomme? Nein, gut. Haben wir... Oh, hi. Irgendwas zum Abschießen. Falsch, das ist. Entschuldigung. Danke. Wie komme ich da rein? Halt irgendwie über oben, aber das ist halt auch zu einfach, ne? Mich hat es auch voll gewundert, dass die auf einmal die Dingsbums da ansagt. Kann ich hier drauf stehen? Ja. So, ich probier's nochmal. Okay, der Teppich lässt mich nicht durch. Dann gehen wir weiter. Bevor ich mich jetzt ja wirklich 30 Jahre daran beschäftige. Aber dann weiß ich ja zumindest nochmal, wo Sachen sind. Also wie gesagt, so schwer sind die auch wirklich nicht zu finden. Das ist halt, du musst halt einmal einfach ein bisschen nicht das machen, was von einem erwartet wird. Und dann findest du ziemlich viel von der Scheiße. So, hier ist die Taverne. Die Taverne möchte ich ja noch nicht. Da gehen wir erst gleich rein. Das ist auch irgendein lustiges Symbol. Sondern wir gehen natürlich erstmal, wie uns befohlen wurde, zum Spiel. Und kurz hier noch da. Ach, guck mal, da ist auch wieder Sonne. Aber auch nicht über oben. Der ist auch nicht über oben erreichbar. Das heißt, ich muss hier irgendwas machen können mit den Gittern. Aber nur Momente. Ja, das war jetzt irgendwie auch zu einfach. Ach, das ist ein Seil. Ja, gut. Gut. Gab es da eh drüben auch Seil? Ich meine nicht. Das heißt, wir lassen das einfach mal. Du bist Deko. Ach, das ist das Ausrufezeichen, was so... Das hing jetzt auf einer komischen Höhe. To be fair. So, das heißt, wir gehen mal zum Schmied. Schmiede! Meine Augen sind voller Ruß. Ja, machst du sauber. Sagen, ich sei ein Held. Izzy schickt mich. Oh, der Held von Prachthof. Ich habe noch nie einen Schicksalsbringer getroffen. Ach, ey, meine Ausrüstung ist geil. Ausrüstung. Also meine Waffen und Rüstungen sind per Exklusivvertrag mit der Krone für die Automaten bestimmt. Ich bin stolzer Bestandteil des vorindustriellen Militärapparats. Aber ich kann dir Erweiterungen für deine Tragekapazität verkaufen. Mehr Kugel, mehr Beute, mehr Spaß. Ich brauche unbedingt mehr Muni. Hier, ein kostenloses Warenmuster geht aufs Haus. Okay. Die du tragen kannst. Was ist das denn? Hä, die du tragen kannst? Die du tragen kannst? Bin ich dumm? Ah, guck mal. Verlorene Beute gibt's auch. Ja, wir gehen erstmal zwei in Pistolenmuni. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Umsiehst, solltest du unbedingt mit der reizenden Betreiberin der Limo-Taverne sprechen. Sie heißt Izzy. Niemand wow. Zappt wie sie. Limo. Ja, wahrscheinlich. Izzy ist also ein Moxie-Abklatsch, also auch pervers.
Möchte sagen, kann ich da drauf springen? Bitte sag mich, kann da drauf springen. Oh, kann ich es wenigstens ziehen? Also, Shiri, dann besetzt mir doch nicht so ein Blasebalg dahin. So, das heißt, wir gehen mal zur Taverne. Da bin ich mal gespannt. Ne, die Taverne war da lang, ne? Ich bin eben dreimal an der Taverne vorbeigelaufen. Gut, da ist die Taverne. Easy's Fizzies. Ja, guck mal, jetzt ist das Tor auch unverstellbar. Die Schafwirtin winkt euch herbei. Auf eine Weise, wie es nur Schafwirte tun. Ah ja, sie will was von mir. Ah ja, das ist mein Tresor. Das ist dieses Lost and Found System. Was ist das wieder gibt, finde ich cool. Oh, oh, oh. Ja, die hatte ich doch schon. Oh, ne, guck mal. Anpassung, die ich doch noch nicht hatte. Oh, warte, ich habe jetzt gerade nicht lesen können. Guck mal, ja, gut, wenn ich die Anpassung noch nicht hatte, dann... Okay, das mit der Anpassung ist praktisch. To be fair. Ich weiß zwar nicht, wo ich die übersehen habe, aber... Das sei jetzt mal dahingestellt. So, hier gibt es doch bestimmt auch... Ah ja, guck mal, hier gibt es ein New You. Ich guck mich erstmal um, Darling. Dann rede ich sofort mit dir, okay. Enter. Ich kann es nicht annehmen. Das Spiel buggt einfach nur. Wenn ich Enter drücke... Was ist meine Maus hier, Alter? Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Wackelt das Spiel bei euch auch? Nein. Warte. Bin ich Option? Ne, dann geh mal bitte. Geh mal bitte. Hallo? So, Vollbild. Einstellung anwenden. Ja, ich möchte die Einstellung anwenden. So. Ich kann nicht, wenn ich Enter drücke, buggt das Spiel einfach nur. Ja, okay. Dann müssen wir uns ein andermal um die kümmern. Was ist das Ziel? Werfen? Guck mal, ich habe gewonnen. Easy. Habe ich die komplett fertig gemacht? Ah, guck mal, jetzt komme ich hier raus. Oh, kann auch hier hoch. Gut, jetzt bin ich oben in der Taverne. Surprise. Na gut, hier gibt es auch eine Treppe hoch. Ergibt Sinn, to be fair. Hier ist ein Würfel und da gibt es noch einen Dachboden. Hallo, das... Hallo. Meine Fresse. Ja. Glück am Arsch. Was ist hier oben? Ein Dachboden. Oh, eine Decke. Ein teuflisches und genial designtes Rätsel wartet ganz in der Nähe auf dich. Ein Rätsel? Meinst du, du kannst dir die Belohnung sichern? Ein Rätsel? Ich will Rätsel. Ah, ein Rätsel! Starten! Was muss ich machen? Runenschalter. Aktiviere den Runen-Counter und finde alle drei Runen vor Ablauf des Counters. Okay. Ah, das ist ja cool. Der Glücksfaktor steigt. Ja, ich war gerade hiermit beschäftigt. Wie komme ich denn hier rüber? Wie komme ich da rüber, ist die Frage. Oder soll ich einfach mal zu... Ich, no, ah, okay. Ah, das ist ja cool. Bis auf, dass ich ein bisschen lost war. Aber das ist ja saugeil. Ah, okay. Und ich habe verkackt. Ja, logisch. Ich war viel zu langsam. Ah, nice. Das fühle ich ja komplett. Das ist ja saucool. Okay, das machen wir sofort nochmal. Warte, hier hinten müsste irgendwo ein Würfel sein. Okay, da wurde ich gerade von der unsichtbaren Wand geblockt. Schade. Okay, also. Das ist ja geil. Das fühle ich ja komplett. So, da, Easy Taverne und wir müssen einfach hochrennen. Und das Rätsel machen. Ich liebe meinen Kram. Ich liebe meinen Kram auch, Alter, Digga. Hauptsache, nichts im Spiel habe ich bis jetzt so geflasht wie diese Hauptstadt, wo ich einfach nur Scheiße machen kann. Muss ich die Treppe hoch? Hier ist die Treppe hoch, ne?
Aber voll geile Taverne, Alter. Schön mit außen, mit zweiter Etage. Man kann sogar nach ganz draußen gehen. Fühl ich. Also ich würde hier einen trinken. So. So, dann machen wir das mal ein bisschen schneller. Zack, zack. Oder wie hinten? Kann man auch machen. Kann ich mich da hochbacken, ist die Frage. Nein, die Laterne ist nicht vorhanden. Schade, die Laterne ist nicht zum Wolken da. Komme ich sonst irgendwie dahin? Ah, schade. Jetzt ist die Zeit eh weg. Okay. Wir nutzen diese Verzögerung und checken den Luftdruck des Balls. Ja, bei dem kann ich dann meine. Was bist du? Okay, sowas. Ich traue diesem Stubbel von Stubbelbubbel nicht. Angeblich produzieren sie nur ungesüßte Limo, aber meine Spione am Hafen haben beobachtet, wie eine Ladung Sassafras gelöscht wurde und sie landete ganz sicher nicht in meinen Fässern. Das gefällt mir nicht. Der so, Limomarkt gehört Isabel Blutzahn und wenn Stubbel glaubt, dass er an ihren Flaschen rütteln kann, werden wir ja sehen, wessen Verschlüsse platzen. Okay, Entschuldigung. Der Limo-Markt. Jetzt ist nur die Frage, muss ich die auch in der richtigen Reihenfolge einsammeln? Weil dann habe ich ein anderes Problem. Aber glaube ich nicht, weil die immer grün werden. Hey, Rätsel abgeschlossen! Woo! Nice, was bringt mir das jetzt? Weiß das Spiel selber noch nicht. Izzys Spritzer. Ah ja. Wir gehen nochmal kurz gucken, was mir das jetzt bringt hier oben. Oder ob es mir halt einfach gar nichts bringt. Es bringt mir gar nichts, aber ich habe es gemacht. Immerhin. Gut, hier oben ist auch nichts, ne? Ah, vielleicht... Ich hätte in den Bierkrug mal springen sollen. Ein andermal. So, dann komm mal her, Izzy. Und seinem schrecklichen Blick. Du hast auf eine meiner Limos bekommen. Willkommen bei Izzys Spritzer, wo alle Flüssigkeiten ausschließlich aus Limo bestehen. Goll. Bist du der neue Schicksalsbringer und hast die Skelette vertrieben? Nein. Keine Ahnung, ob ich eine Legende bin, aber ich habe ein paar Knochen zerbrochen. Na dann, der Spruch war nicht schlecht. Die halbe Stadt hat sich hier verschanzt und Charlie Temples gesoffen, als ob die Welt zu Ende geht. Ich mache nur Spaß, Schicksalsbringer. Du hast uns einen riesen Gefallen getan. Also, zum Dank dafür, dass du unsere Stadt gerettet hast, steht dir das Angebot der Limo-Taverne zur Verfügung. Goal. Ja, Folge Izzy. Ach so, ja. Hier ist ein magischer Schnellwechselkiosk, falls du mal irgendwas Wesentliches an dir verändern willst. Seltsamerweise kostenlos. Schade aber auch. Ja, ich weiß, wie ne... Ach so, ähnlich Escape. Ja. Ja. Gut, das ist aber ja langweilig, das wollen wir ja nicht. Das gucken wir uns irgendwann an. Was? Und hier unsere verlorene Beutemaschine. Sehr beliebt. Wenn deine Feinde schickes Zeug verlieren und du es übersiehst, erscheint es hier. Und schließlich gibt es in der Welt da draußen viele Bürger, die deine Hilfe gebrauchen könnten. Ein paar davon hängen hier in der Limo-Taverne ab. Andere hängen in der Stadt Poster auf. War voll heute.
Und ich stand ganz allein an der alkoholfreien Getränketheke. Da geht doch keiner hin, Alter. Hör mich an, plappere hier rum, während du Abenteuer bestreiten könntest. Kann ich das jetzt vielleicht annehmen? Einen spitzigen Tag. Schicksalsbringer, ich habe eine Überraschung für dich. Die Königin ist so beeindruckt von dir, dass du die Ritterwürde erhältst. Glückwunsch! Komm zum Zottelplatz. Nun dann, wir haben Valentine. Ich guck mal kurz, ob ich das annehmen kann. Erledigt. Lasst uns jetzt die Gegend plündern. Ich will Beute machen. Was? Helden plündern nicht. Wir haben die Quest so gut wie beendet. Ich will wissen, was passiert. Natürlich willst du das. So, kann ich das jetzt annehmen? Immer noch nicht annehmen. Ich würde es gerne annehmen. Ich kann es aber nicht. Wenn ich das... Klappt nicht. Ich kann es ablehnen. Dann werde ich es halt ablehnen. So, der Bild. Sprechen. Halt die Klappe. Nice. Ja, kenne ich schon. Kennst du die Geschichte von der Frau des Bauern? Öde. Okay, der geht mir irgendwie auf den Sack. Jetzt schon. Hat nichts gemacht, hat mir nichts getan, geht mir auf die Nerven. Fühle ich ja komplett. So, delay.